So, liebe Leute, weiter geht's heute mit den Cops und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Wir machen heute weiter und zwar haben wir nur diese Vorschau. Stimmt das ernsthaft? Die Schnelleinsätze. Haben wir nicht gerade irgendwie was Interessantes, dass wir mal, wenn wir mal vernünftig wieder ein Rennen haben. Hier ist ein Interceptor. Ich fahre mal mit der Viper. So, let's go. Auf jeden Fall. Limited Emission. Stell dir besser für den Sieg und das meiste Kopfgeld. Ja, gucken wir mal. Wir haben zwei Nagelbänder, wir haben drei Straßensperren, wir haben einen Helikopter auf jeden Fall. Ja, wir haben ein bisschen was da. Gucken wir mal, dass wir das heute irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, freue ich mich, dass es heute endlich wieder weitergeht und dieses verfluchte Rennen endlich durch haben. Gestohlener Porsche 918 Spider auf der Boulder Road gesichtet. Verdächtiger ist vermutlich Street Racer und widersetzt sich gerne der Festnahme. Angreifende Interceptor-Einheit geht voll vor. Ach was. Wir haben leider noch keine Menschen, um die Einheit zu laden. Dankeschön, dass du mir dann am Ende nochmal in die Karre musst. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Okay, und dann kriegen wir noch den Störsender her. Achtung, Verfolgereinheiten. Suche Unterstützung im Anflug. Nehmen wir mal einen Heli mit. Straßensperreinheit direkt vor euch in Stellung. Ich war mir fast klar, dass da. Wir haben nur in der Nähe von dem Auto gekommen. Verdächtiger hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorrücken. Da würde klar machen zur Festnahme. Da ist der Typ. Verdächtiger ist in die Wüste gefahren. Er hat die Straße verlassen. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Hatte Kontakt. Fahrzeug ist beschädigt. Hier Straßensperre 101, sofort und erwarten Anweisungen. Ganz genau. Straßensperre 101. Oh, ist der Scheiße. Alle vorrücken. Ich glaube, dass man die Straße komplett zumacht, lässt man sogar noch offen. Das ist doch nicht wahr, ne? Ich bin jetzt gerade nicht in die Nähe. Ich hab da einmal kurz angetütet, das war's aber. Ihr Luftverfolgung haben einen bestätigten Treffer. Oh, wir haben getroffen. Und der hat dann gesessen. Verdächtiger wurde festgenommen. Das war doch Gold, oder? 240, 320 sollen wir fahren, ja? Hätte ich nicht gedacht, dass wir den jetzt so schnell noch kriegen. Aber der hat gesessen, der Schlag. Da war nämlich in die Straßensperre rein und dann hat er noch einen hinterher. Also der ist in den Heli, dann ist er in die Straßensperre und dann habe ich den noch einen mitgegeben. Also damit war das Thema erledigt. Sehr geil, dann haben wir das auch schon durch. Ja, sehr geil, cool. Da kriegen wir nämlich die volle Punktzahl für. So, ist die Bericht auf jeden Fall. Wir haben die Karriere gestellt und wir haben eine neue Einheit verfügbar. Oh, Pagani. Und eine kleine. Und ein Lambo. Verdächtiger
Warnung bekommen. Geschwindigkeitskontrolle jetzt verfügbar. Okay. Neues Fahrzeug beschafft. Bentley. Bentley Continental Super Sports Coupé. Ups, da war ich ein bisschen schnell. Sorry. Jo, dann haben wir das. Geil, wir haben die beide auf Gold. Sehr cool. Ja, ich habe, müssen wir gleich nochmal ran. Ich überlege gerade, was wir machen als nächstes. Wir müssen die Vorschau leider fahren. Das ist es halt. Ich fahre die Dinger nie so gern, aber wir müssen sie leider fahren. Mit dem CCX fahren wir. The Spirit of Performance. Ziel der Entwicklung des rekordverdächtigen CCX, Competition Coupé 10th Anniversary Edition, war überlegene Leistungsfähigkeit sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Straße. Alle Extras und unnötigen Dinge wurden weggelassen und alle Aspekte auf einen grundlegenden Zweck hin optimiert. Ultimative Geschwindigkeit und Effizienz. Der CCX setzt die CC-Linie der Königsegg-Modelle fort und entspricht den strengen neuen US-Bestimmungen. Der von Königsegg gebaute, aufgeladene 4,7 Liter V8 sorgt in Kombination mit einem Ultraleichtbauschassis für beeindruckende 683 PS pro Tonne. Eine Hutze auf der Motorhaube, neu gestaltete Scheinwerfer und Schweller heben diesen Königsegg von den anderen Modellen ab. Die Leistung wurde ebenfalls verbessert. Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden und eine Topspeed von 390 Stundenkilometern. Ja, wir fahren mit dem Königsegg CCX jetzt das den nächsten Einsatz. Wie gesagt, das ist eine Vorschau. Na dann, gehen wir mal auf die Strecke. Wir haben eine Situation mit hoher Priorität. Bitte sofort zum Einsatzort. Ja, ja. Bin unterwegs, Kollege. Scheiße. Hier gibt es tatsächlich auch von. Das wäre nur bei der. Bei der Vorschau, weil wir schnell haben, dass das ist. Aber okay. Naja, ich versuche mal ein bisschen, ob ich das hinkriege. Ich bin insgesamt noch 11 Kilometer vor uns. Ich habe ein bisschen weniger Quatsch jetzt. Versuche aber ein bisschen mich zu konzentrieren. Ja, du kommst an der Eiche und die Dinge sind richtig scharf. Kann schaffen. Geh mir nicht auf den Sack mit den scheiß Strafen, ey. Ich hab schon 8 Sekunden, denke ich. Ich will nur leicht an die Wand gehen. Ey. Thank you.
Ah, auf Gold wird sich hingehen. Jedenfalls haben wir es geschafft. Auf Silber dann. Swedish Swoop auf Silber. Ah, okay. Ja, gut. Dann haben wir das auch durch. Dann sind wir durch mit den Cops, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racern.